Unsere Mörser stehen noch hier draußen rum, sehe ich gerade, ne? Die wurden einfach noch gar nicht reingebracht. Wie vieles andere auch. Auf Mörser kannst du dich eh nicht verlassen. Also es sei denn, du hast, es gibt die einzige Ausnahme, das ist eine Antimaterie, ein Antimaterie-Gefechtskopf. Der ist tatsächlich relativ genau, aber der ist halt auch nur deshalb genau, weil er sehr viel Zerstörung anrichtet, ne? Der ist dann, das alles einfach kaputt. Also da musst du nicht treffen. Ganz im Gegenteil, du musst nur ungefähr in die Richtung schießen. Aber ansonsten sind Mörser sowieso nicht wirklich verlässlich. Rinder schließen sich an. Mhm. Sie scheinen Menschen zu vertrauen und treten der Kolonie bei. Ja, cool, ne? Ich habe aber keinen hier auf der Karte. Mann, Randy, ich versuch's ja. Ich versuche noch die Karte zuzumachen. Ja, Belagerung ist natürlich nicht so schön. Die erste Belagerung auf jeder neuen Karte ist insofern unschön, weil ich bin halt meistens jemand, ich erforsche keine Mörser und ich baue auch keine Mörser. Also in der Regel, ne? Du musst dann halt natürlich den ersten Belagerungsangriff, den musst du halt im Feld dann lösen. Also da musst du rausgehen und die angreifen selbst. Und dann hast du danach halt auch Mörser. Also ich erkämpfe mir die Mörser meistens. Wobei das natürlich auch nur die halbe Lösung ist, weil wenn du die Mörser erkämpfst, dann kannst du trotzdem keine Munition basteln. Die Munition ist Teil der Mörser-Technologie. Aber ja, der erste Kampf gegen eine Belagerung ist dann meistens halt ein bisschen kritisch, ne? Weil die können auf dich schießen und du wiederum kannst nichts machen. Du musst halt zu denen rauslaufen. Also ich fühle deinen Schmerz. Zufällig waren gerade meine Fernkämpfer unterwegs und sind gegen einen Alpha-Biber gescheitert. Auch diesen Schmerz kenne ich. Auch diesen Schmerz kenne ich. Alpha-Biber sind ganz schön wehrhaft. So, der Barry ist hungernd. Wie kann das sein, Barry? Geht verwirrt umher. Ja, da kann ich nichts für, mein Freund, ne? Wenn du verwirrt bist, dann ist das dein Ding. Wenn du gleich ausgeschlafen hast, darfst du dir gerne was zu essen holen. Nun kann ich endlich einen einen Run machen mit kompletteren Mods. Ja, also, ne, wie gesagt, aus jedem Run lernt man irgendwas. Das kann man echt nicht anders sagen. Natürlich ist es kurz nach so einem Run immer ein bisschen blöd, weil, weiß ich nicht, dann hast du natürlich schon Zeit und Mühe und viel Energie da reingesteckt und dann ist natürlich erstmal so eine Downphase. Auf der anderen Seite gehört das halt zu Rimworld dazu. Na, aus jedem Run kann man ein bisschen was mitnehmen. Klar, für Don Öko. Don Öko. Nee, wir lassen uns nicht ärgern. Du dich auch nicht, ne? Bis die Tage. Wir lassen uns nicht ärgern. Ich müsste hier mal durchwischen, glaube ich. Also die Elefanten machen ordentlich Schmutz. Auf der anderen Seite... Ja, die müssten halt hier unten durchgehen, ne? Das kann ich nicht vermeiden. Elefanten sind wirklich, wirklich tolle Tiere. Also jetzt nicht nur in echt, sondern auch in Rimworld. Aber die Verschmutzungsrate ist halt... Ist das halt echt nicht mehr feierlich. Das ist echt nicht mehr feierlich. Die könnten uns in der Kolonie so viel tragen, aber dann würde es auch wirklich aussehen wie bei Hamilton unterm Sofa. Ich finde, dafür fluchst du erstaunlich wenig. Bei mir hört sich das schlimmer an. Also das liegt an zwei Dingen. Erstens spielen wir halt natürlich gerade einen sehr leichten Schwierigkeitsgrad. Wenn ich einen schwierigen Schwierigkeitsgrad spiele, dann bin ich auch sehr viel am Meckern. Nicht am Fluchen, aber am Meckern. Und vor allen Dingen liegt das natürlich daran, dass ich streame, ne? Also wenn ich privat spiele, dann fluche ich auch tatsächlich ein bisschen mehr. Aber ich habe gelernt, mich zu benehmen. Insofern, also ne, ist jetzt kein Vorwurf in deine Richtung, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich das privat spiele, dann bin ich auch mehr am Fluchen. Ja, ne, aber öffentlich halt, beziehungsweise im Stream, weiß ich mich zusammenzureißen. Nee, aber das nützt ja auch in dem Sinn nichts. Also letzten Endes, wenn du den, wenn du den Schwierigkeitsgrad auf ein unfaires Level stellst, dann bist du schon mal allein selbst schuld und vor allen Dingen liegt es in Rimworld in der Regel auch immer daran, dass du selbst einen Fehler gemacht hast. Man kann in Rimworld alles schaffen. Und ja, ich darf das behaupten, ich habe selber auch schon 500% durchgespielt. Man kann in Rimworld alles schaffen, wenn man sich ein bisschen konzentriert und bei Sache ist. Und wenn nicht, dann ist es in der Regel die eigene Schuld. Deswegen da irgendjemand zu beschimpfen oder so. Oder zu fluchen. Wie hält man das zurück? Naja, keine Ahnung. Ich weiß halt, dass mir gerade ein paar Leute zuschauen, deswegen kann ich mich da bremsen. Randy ist eine blöde Arschkuh. Ja, zum Beispiel. Eine Arschkuh ist bei uns die Maximalbeleidigung. Die haben wir uns irgendwann mal... Ich habe gesagt, hier wird keiner... Ne, hier wird nicht rumgeflamed und hier wird auch nicht keiner beleidigt oder sowas, aber eine blöde Arschkuh ist für mich quasi das Schlimmste, was geht.
Mehr Beleidigung ist hier nicht. Ich finde, das ist so eine Beleidigung, die kann man noch durchgehen lassen. Ne? Da kann man sagen, okay, ist seltsam, aber ne, ich verstehe, dass du gerade sauer bist, aber ansonsten weiß ich nicht. Bringt, glaube ich, keinen um. Ja, die Tür muss ich wieder rausreißen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ansonsten bauen wir noch ein paar mehr Barrikaden auf, denn wir müssen auch hier drin schauen, dass wir vielleicht unsere Kollegen Raupen gleich dann ein bisschen auseinanderziehen. Das hat keinen anderen Grund, ne? Man macht das nur, um die Gegner auseinanderzuziehen. Wir werden sowieso nicht hier drin kämpfen, deswegen ist es egal, ob die dann hier theoretisch Deckung finden könnten oder weiß ich was. Das reicht aber dann auch dicke aus. Wir könnten das natürlich auch mit Brocken lösen. Auf der anderen Seite möchte ich die Brocken dann gerne in meine Base bringen und dann dort verarbeiten. Wir brauchen hier noch eine Tür, um das Ganze auf und zu zu machen und dann später natürlich dann auch noch ein Dach über das alles. Dach ist insofern recht wichtig, weil ihr dann keine Bäume habt in eurer Killbox. Das wäre übrigens hier auch recht wichtig, aber natürlich solltet ihr das nicht überdachen, denn hier werden im schlimmsten Falle Raketen fliegen. Was wir dann machen können, ne, das ist mein Trick, um damit umzugehen, ist letzten Endes einfach hier so ein Schild. Na, das ist ja neu, eine Gehegemarkierung. Die können wir hier hinstellen, denn die Barrikaden zählen tatsächlich auch als Gehege. Über die Barrikaden können die Tiere nicht drüber. Das wiederum bedeutet, dass wir automatisch dann das hier als Gehege sehen. Wir müssen dann natürlich nur verbieten, dass irgendwelche Tiere hier eingelagert werden. Und dann kann man nämlich einfach dem Gehege sagen, reiß doch mal bitte, ne, oder lass mal bitte alle Bäume fällen, die hier wachsen. Die haben Lack gesoffen, ja, das auch. Sei ehrlich, wenn du Fahrrad fährst, schreist du die ganze Zeit. Das nicht, aber ich bin tatsächlich ein relativ rücksichtsloser Fahrradfahrer, muss ich gestehen. Mir ist das selber auch schon... Mir wird das nicht nur nachgesagt, sondern ich weiß das selber auch. Also ich heiz schon ordentlich durch die Gegend und vor allen Dingen nehme ich das nicht so gut auf, wenn ich unnötig warten muss. Ne? Also es gibt natürlich auch sehr viele dreiste Fußgänger. Und wenn du dann wirklich auf einem Waldweg entlang gehst, der 2,50 Meter oder sogar 3 Meter breit ist, und dann gehst du da mit zwei Leuten und einem Hund vielleicht noch und du machst die kompletten 3 Meter voll. Und dann klingel ich und die Leute gehen trotzdem nicht aus dem Weg. Oder dann tun sie noch erschrocken und gucken dich böse an, weil du so schnell unterwegs bist. Also da muss ich gestehen, das sind Situationen, wo es dann auch bei mir an der Geduld mangelt. Und ab und zu greife ich dann auch mal zurück, ne? Also insbesondere, wenn ich dann selbst auch noch angematzt werde, so auf dem Motto, oh, die Jugend von heute, die können nur durch die Gegend rasen. Da ist dann bei mir langsam so ein Knackpunkt erreicht. Dann ruhe ich auch mal zurück, dann nimm doch mal vielleicht deinen Köter aus dem Weg, ne? Oder, keine Ahnung, dann schrei ich, ich habe auch schon mal geschrien, dann zieh halt die Fußhube zur Seite. Also normalerweise bin ich tatsächlich ein sehr umgänglicher Mensch, aber es gibt Grenzen, ne? Es gibt Grenzen. Aber nein, in der Regel schreie ich nicht beim Fahrradfahren. Das liegt schon allein daran, Leonril, dass ich ja gar nicht genug Luft kriege zum Schreien. Und Autofahren, beim Autofahren schreie ich gar nicht, ne? Ich bin ein sehr, sehr entspannter Autofahrer. Ich fahre aber auch fast nie Auto. Lack ist offen, ist ein Geschimpf, an das ich mich in emotionalen Situationen gerne mehr erinnern und es verwenden würde. Aber der Rage, ja, ich weiß. Also deswegen spiele ich auch tatsächlich recht wenig kompetitive Spiele. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel, da könnte der ein oder andere, vielleicht Phil und Victor, wenn sie hier wären, könnten ein Liedchen davon singen. Wir haben damals, als ich noch nicht gestreamt habe, haben wir öfter mal abends so ein bisschen feierabendmäßig, hobbymäßig, ein bisschen League of Legends gespielt. Und das ist halt ein sehr toxisches Spiel insgesamt. Ne? Es ist eine extrem toxische Community. Und es ist natürlich auch extrem kompetitiv. Du spielst es quasi gar nicht im PvE-Modus, sei denn du bist ein bisschen im Jungle. Aber trotzdem ist es halt ein extrem PvP-lastiges Spiel. Und du bist halt massiv auf dein Team angewiesen. Und das wiederum führt halt dazu, dass da sehr viele Leute halt eben sehr schnell aus der Haut fahren können. Und ich habe auch ein bisschen dazugehört. Und da habe ich natürlich nicht groß rumgegreift oder so, aber dann war ich teilweise auch pumpig. Da gibt es auch durchaus noch ein paar unschöne Erinnerungen. Aber deswegen habe ich mir das irgendwann abgewöhnt, ne? Es macht halt Spaß, auch was Kompetitives zu spielen, aber ich bin einfach kein kompetitiver Mensch. Ich gehe mit zu viel Ehrgeiz daran, ne? Man muss sich halt immer vor Augen halten, warum man das spielt, was man gerade spielt. Und wenn ich League of Legends spiele, dann möchte ich halt gewinnen, ne? Dann spiele ich nicht im Sinne von, wir haben jetzt ein schönes Spiel und wenn ich verliere, ist mir das auch egal, sondern wenn ich halt so ein Teamspiel spiele, wo es dann halt wirklich um den einzigen Grund geht, du musst gewinnen oder halt eben verlieren, da ist halt für mich das Gewinnen steht an
Das ist wie, als wenn ihr Fußball spielt. Ne? Es gibt bestimmt Leute, die spielen Fußball oder die machen irgendwie Mannschaftssport, um dann einen schönen Abend zu haben oder sowas. Es gibt aber bestimmt sehr viele Leute, die gehen dann sehr verbissen ran und wollen das Spiel dann auch gewinnen. Und so einer bin ich. Ne? Also man könnte sagen, auf der einen Seite bin ich ein sehr kompetitiver Mensch, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass mir das nicht gut tut und dementsprechend spiele ich solche Spiele nicht. Aber ja, dann kann ich durchaus auch salzig werden. So. Augustina, Hochseelarch der Fraktion des Exodusreich, hat einen antiken Komplex in der Ferne entdeckt. Sie glaubt, dass der Komplex Informationen über die Reliquie das Drogenartefakt enthält. Augustina kann keinen ihrer Leute entbehren, um den Komplex zu untersuchen, aber sie hofft, dass du ihr helfen kannst, indem du ihr genau neuen Kolonisten zur Verfügung stellst, die die Untersuchung durchführen sollen. Der Komplex enthält unbekannte Bedrohungen und wird zudem von Augustinas Feinden, dem Gebirgsverbund, durchsucht. Augustina wird einen Shuttle schicken, um deine Kolonisten abzuholen, sie zum Komplex zu bringen und sie danach wieder nach Hause zu bringen. Unterwegs bekommen sie Nahrung und werden medizinisch versorgt. Weil du gelandet bist, hast du 3,7 Tage Zeit, um alle Terminals des Komplexes zu hacken. Das klingt interessant, das ist die letzte Quest für unser Drogenartefakt. Das klingt tatsächlich sehr interessant. Auf der anderen Seite, 9 Leute ist eine Menge Holz. Und die kann ich natürlich gerade nicht entbehren, wo wir hier über 10 Gäste haben, ne? Vor allen Dingen habe ich auch aus meiner Erfahrung gelernt beim letzten Mal, man braucht diese 9 Leute auch. Ne? Also die Quest, die dahinter steht, beziehungsweise die Gefahr, die dahinter steht, ist auch tatsächlich 9 Leute wert. Da sind nämlich dann durchaus auch Mechanoiden und Raupen und sowas versteckt auf der Karte. Unabhängig davon, dass man dann noch ordentlich angegriffen wird. Das heißt, ich kann da nicht einfach sagen, okay, wir nehmen 2 Leute, die schießen können und der Rest ist dann halt einfach nur... Ne, der ist halt so pro forma dabei. Das kannst du nicht machen. Das müssen durchaus 9 Kämpfer sein. Deshalb schauen wir mal. Ich würde natürlich ganz gerne dieses Artefakt noch haben. Jetzt haben wir so lange darauf hingearbeitet, dass ich dann natürlich auch dieses Artefakt am Ende gerne haben möchte. So. Wo waren wir denn? Nee, ich meine, du lässt dann deinen Randy-Hass raus. Nein, ach Quatsch. Nein, nein. Anstatt dass er froh ist, dass er noch als Jugend bezeichnet wird. Ja, es liegt am Helm und an der Brille, Maße. Man kann mich da nicht wirklich erkennen. Ich hatte letztens den interessanten Fall, darf ich das erzählen, ne? Ich habe mir, ne, ich hatte dann ein Gespräch mit meinem Steuerberater, wir haben da so ein bisschen, also der, ich habe da jetzt einen Jüngeren und der kennt sich ein bisschen besser aus mit dieser ganzen Twitch-Sache und sowas, also mit internationalem Steuerrecht. Es ist auf jeden Fall eine fantastische Sache, ne, wenn man jetzt plötzlich auch seinen Twitch-Gamble versteuern muss. Oder das heißt plötzlich, mache ich ja schon eine Weile, aber es ist halt ein bisschen intensiver geworden die letzten Monate, wodurch ich auch sehr dankbar bin. Aber nichtsdestotrotz, naja, habe ich da jetzt einen Steuerberater, der sich da ein bisschen besser mit auskennt. Und das war eine recht lustige Situation, denn ich habe da halt gesessen, also wir haben uns dann zum ersten Mal gesehen und dann so ein bisschen gequatscht und dann kam plötzlich raus, wie alt ich bin. Und er hat dann erstmal gemeint, oh, ne, und dann nochmal, oh. Also nach dem Motto, der ist halt selber auch, glaube ich, erst 29 Jahre alt, ich weiß es nicht. Und dann war er so ein bisschen überrascht, dass ich schon die 3 vorne stehen hatte. Und dann kam halt später noch jemand vorbei und dann kam das Alter nochmal zu sprechen. Und diese Person hat dann auch einfach erstmal mit einem Oh reagiert. Also ja, ist schon teilweise lustig. Ich werde durchaus für jünger gehalten, als ich bin. Was ja auch eigentlich cool ist, ne? Gute Gene und so. Ich klopfe mal auf Holz. Aber ja, also früher habe ich mich immer drüber geärgert, als ich noch keine 18 war, ne? Beziehungsweise, als ich dann 18 war und dann irgendwie immer noch für 16 gehalten wurde. Ne, die schönen Geschichten, wenn du dann mit dem Auto von dem Getränkemarkt vorfährst und dann die Kassiererin das sieht und ich 5 Minuten später fragt, ja, sind sie denn schon 18? Und ich mir einfach nur denke, na klar, ne, ich habe das Auto hierher geschoben. Aber ja, so, grüß dich, Random. Man kann auch ehrgeizig sein und trotzdem nicht zu pumpig. Das stimmt, richtig. Es gibt, nee, das wollte ich auch so nicht ausdrücken, ne? Es gibt nicht nur diese zwei Arten Menschen. Also du kannst durchaus auch kompetitiv sein und trotzdem sehr sportlich und fair. Das ist absolut richtig. Das ist dann einfach eine Macke, ne? Also ich meinte das jetzt nicht, dass das eine das andere ausschließt. Das ist einfach eine charakterliche Macke von mir. Ich habe mein ganzes Leben lang kompetitiv gespielt und irgendwann gelernt, dass man andere eh nicht wirklich verändern kann. Stimmt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Einzige, auch wenn es ein Teamspiel ist, das Einzige, was du selbst verbessern kannst, das gilt grundsätzlich im Leben, auch das, ne, auch an die Adresse von Leuten, die halt sehr gerne Fehler bei anderen suchen. Letzten Endes kann man immer nur sich selbst verbessern. Sich die Mühe und die Arbeit zu machen, andere verbessern zu wollen oder andere korrigieren zu wollen, ist meistens sehr fruchtlos und fordert oder frisst extrem viel Energie.
Das Einzige, was man wirklich konstruktiv selbst bearbeiten kann, ist man selbst, sein eigenes Verhalten. Und das reicht auch in der Regel schon aus. Also, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Dementsprechend gebe ich dir absolut recht. So. Also nur sauer auf sich selbst, wenn ich verloren habe. Ja, das bin ich aber auch dann, ne? Tatsächlich. Das ist aber eine schöne Einstellung, Random. Finde ich gut. So. Hättest in der Kanzlei den Helm und die Brille aufsetzen sollen. Achso, absetzen sollen. Kommt man eigentlich als Streamer irgendwie an Umsatzsteuer-Scheiß vorbei? Oder hast du ja quasi nicht in der Branche? Das kommt drauf an. Also in der Regel ist es halt so, dass diese ganzen Unternehmen, ich will jetzt keinen Ausflug ins Steuerrecht machen, aber in der Regel ist es so, dass die, also es kommt immer drauf an, aus was für einem Land du diese Einnahmen beziehst. Jetzt ist es so, dass sehr, sehr viele Länder inzwischen Steuerabkommen haben, insbesondere natürlich die USA oder auch natürlich Irland, was ja EU ist, da gibt es natürlich Steuerabkommen und dementsprechend wird das normalerweise so gemacht, dass die Konzerne, also sprich zum Beispiel jetzt Twitch oder auch YouTube oder so, ne, Google, dass die diese Umsatzsteuer tatsächlich bezahlen und zwar in dem Land, wo halt der Gewinn für sie anfällt, also sprich dann in Irland. Und dementsprechend musst du in der Regel keine Umsatzsteuer bezahlen. Das kommt drauf an, was auf deiner Twitch-Auszahlung ausgewiesen ist. Ne, wenn da nicht steht, dass Umsatzsteuer bezahlt wurde, musst du die selber bezahlen. Also dann musst du sie bezahlen. Also die Umsatzsteuer ist tatsächlich die erste Hürde. Ne? Viel schlimmer wird es dann natürlich bei dem eigenen. Also du musst theoretisch gesehen deinen Umsatz, also ne, dein Zeug zweimal versteuern. Umsatzsteuer und dann nochmal. Aber gut, wie gesagt, wir wollen jetzt keinen Ausflug ins Steuerrecht machen. Ich bin tatsächlich auch kein großer Profi da drin. Deswegen habe ich ja einen Steuerberater. Das ist auf jeden Fall sehr kompliziert, ne? Und mit Gewerbe und sowas auch tatsächlich. Also normalerweise, wenn du etwas betreibst, wie zum Beispiel auch so ein Stream hier und du hast eine Gewinnabsicht und davon kann man ausgehen, wenn du mehr als einen Monat was verdient hast, dann streamst du nämlich tatsächlich dann mit einer Gewinnabsicht, auch wenn das eigentlich, ne, pro forma, auch wenn ich sage, ich mache das ja nicht fürs Geld, geht halt das Finanzamt davon aus, wenn du das regelmäßig machst und regelmäßig was einnimmst, dann hast du eine Gewinnerzielungsabsicht und dann musst du auch ein Gewerbe anmelden. Aber wie schon erwähnt, ne, das ist alles irre kompliziert und das macht alles mein Steuerberater, worum ich sehr dankbar bin. So. Ja, ne, Kleingewerberegelung. Ja. Also, ne, wenn du selbst Umsatzsteuer bezahlen musst, aber noch als Kleingewerbe durchgehst und das gehst du in so lange, bis du, glaube ich, 22.000 im Jahr verdienst. Und das ist ja auf Twitch tatsächlich eine Menge Holz. Und insofern wirst du dann, also wenn du wenn du Umsatzsteuer bezahlen müsstest, theoretisch, dann kannst du dich als Kleingewerbe anmelden, dann bist du davon befreit. Ja. So, genug davon. Hallo Kampfmoskito. Mir ging es bis ich meine Tochter mit 29 bekommen habe, auch so. Mich haben unsere Patienten immer gefragt, ob ich dann schon fertig bin mit meiner Ausbildung. Ja, also ich denke, es geht inzwischen. Ne? Ich habe inzwischen auch schon ein paar Fältchen, ne? Ein paar schöne Lachfalten um die Augen und ansonsten bin ich auch nicht mehr ganz so frisch. Und vor allen Dingen, seitdem ich mir so ein 3-Tage-Bart stehen lasse, ist es sehr viel besser geworden. Ihr wollt mich nicht sehen, wenn ich jetzt den 3-Tage-Bart abrasiere, dann sehe ich wirklich wieder aus wie 16. Das ist aber insgesamt in unserer Familie so. Ne, meine Schwester, die wird dieses Jahr auch schon 30 und die sieht ungelogen aus wie 17 oder wie 16. Also ohne Scheiß, ne? Wenn man das nicht weiß, keine Ahnung. Also das ist natürlich, wie gesagt, eigentlich schön, weil irgendwann wird man ja nicht mehr älter, weil man dann sagt, ja, hey, jetzt bin ich volljährig, sondern eigentlich, sobald du 18 bist, ist ja eigentlich der Käse gegessen. Ne? Ob du dich dann jetzt irgendjemand dann für jünger hält, ist am Anfang vielleicht noch so ein bisschen, na, siehst du vielleicht noch so ein bisschen zähneknirschend, so nach dem Motto, ja, jetzt bin ich schon 18 und trotzdem, ne, mag das keiner anerkennen oder wie auch immer. Aber irgendwann, natürlich mit dem Alter, siehst du das dann als Kompliment. Ist ja logisch. Also ich sehe es zumindest als Kompliment, wenn ich heutzutage für jünger gehalten werde. Dann sage ich sogar allenfalls irgendwie Danke oder so. Es gibt da so diesen Punkt X, ne, im Leben. Und dann stellst du plötzlich fest, dass es mit dem Alter vielleicht nicht nur noch besser wird. Und in dem Moment freust du dich dann halt, wenn du eher für jünger gehalten wirst. Dieser Punkt X, der war bei mir schon länger. So, deswegen sage ich auch immer, ich bin schon ein paar Mal 29 geworden. Ne? Mütze auf und rasiert. Zack, 15 Jahre jünger. Ja. Ja, wenn ich mir die Haare sehr kurz schneide und den Bart abrasiere, dann sehe ich auch wieder sehr viel jünger aus.
Mit längeren Haaren und ein bisschen Bart geht's einigermaßen. Ich habe schon mit ein paar Spielen aufgehört, weil das Umfeld so toxisch war und irgendwann hatte ich das Gefühl, die Leute waren da alle Masochisten und spielen das nur, um sich zu ärgern und aufzuregen. Ja, sonst, ne? Also ich finde tatsächlich League ist ein gutes Beispiel, aber das gilt auch für alle anderen Spiele. Ich habe das Gefühl, insbesondere bei Free-to-Play-Titeln, ne, zum Beispiel auch Valorant oder so, da gibt's, es gibt ja noch zuhauf, ne, auch diese ganzen Arena-Shooter und weiß ich was alles. Das kann man schon ziemlich gut beobachten, ja. Also, ne, gerade bei Free-to-Play-Titeln, ich sag halt immer, so ein Unternehmen wie zum Beispiel Riot Games, von denen ist ja League of Legends und Valorant und alles, die haben halt eigentlich kein Interesse daran, Leute zu bannen. Ne, warum auch? Das ist ein Free-to-Play-Titel und jeder einzelne Account, den die haben, ist theoretisch gesehen ein Account, der bei denen Geld ausgeben kann. Deswegen haben die von Natur aus kein Interesse, irgendjemand zu bannen, auch wenn er sich noch so sehr daneben benimmt und noch so sehr Leute beleidigt. Dass da das Unternehmen hingeht und dann wirklich Leute rausschmeißt, da muss schon wirklich extrem viel passieren, weil wie gesagt, das ist ja theoretisch gesehen ein Kunde, den die verlieren. Und insofern, warum sollen die das machen, ne? Und das ist halt, das merkt man an allen Ecken und Enden, dass diese Community kein Stück moderiert werden, ne? Also gerade bei League of Legends ist es ja ganz extrem. So, grüß dich, Pifisto. Ich stelle, wenn möglich, bei toxischen Communities einfach den Chat aus. Ja, das ist auch eine gute Idee. Und Altmerker, auch dich grüße ich. Hört sich gerade eher an, meine Schwester, wenn die sich ihren 3-Tage-Bart abrasiert. War ein ungünstiger Übergang. Also, Entschuldigung. Nee, meine Schwester hat keinen 3-Tage-Bart. Nee. Ich finde ja wirklich tiefstes Bedauern mit euch. Ich habe sie mit 38 schon für 60 gehalten. Achso, mich haben sie mit 38 schon für 60 gehalten. Ja, gut. Wie gesagt, normalerweise ist das halt, ne, wenn man für jünger gehalten wird, ist das halt eigentlich kein Grund, sich da in irgendeiner Art und Weise zu cremen. Ganz im Gegenteil. Ich sehe das absolut genauso. Ich gehe mal auf den Nightbot hier und auf den Matzel nochmal mit jemals eine Lanze. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Bodenschildpaket, wobei wir auf den Matzel wahrscheinlich lieber das Bodenschildpaket nehmen. Ist egal, ne? Ich kann auch auf Black burnen. Kannst du auch schießen? Hast doch keine Waffe, ne? Du kannst aber auch schießen. Haben wir noch eine MP für dich? Wir haben auch noch eine schöne MP für dich. Dann bekommst du das Bodenschildpaket. Wir wollen auf jeden Fall die Leute nehmen, die mit bei uns in der Box drin stehen. So, dann haben wir noch einen exzellenten Schildgurt. Den gebe ich noch an einen Nahkämpfer weiter. Und dann sieht das doch alles schon wieder sehr viel besser aus. Und wir müssten auch tatsächlich dann gleich die Quest annehmen. Soweit ist es gekommen. Bilal, grüß dich. Ich werde grundsätzlich auch mit meinen grauen Haaren für knapp 10 Jahre jünger gehalten. Ich finde es prima. Aber die geschockten Gesichter sind einfach zum Lachen dabei. Tja. Ich weiß nicht, ich bin da natürlich aber auch, ich bin da auch ein sehr, also ne, ich bin tatsächlich schon auf Papier, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich nicht mehr so das typische Alter, was jetzt hier so auf Twitch rumhängt, also jetzt nicht bei den Zuschauern, ne, ich will euch da nicht zu nahe treten, aber ich denke mal, die meisten Streamer sind eher ein bisschen jünger, glaube ich, ne, würde ich jetzt mal so einschätzen, ich habe da natürlich keinen Durchschnitt und auch ansonsten, weiß ich nicht, ich, was das Internet angeht, gehöre ich wahrscheinlich jetzt nicht zu den Ältesten, logisch, aber auch jetzt nicht mehr zu den Allerjüngsten, ich bin aber kopftechnisch gesehen tatsächlich noch so ein richtiges Spielkind, ne. Das wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern. Also, ich habe das jetzt sehr diplomatisch versucht auszudrücken. Meine Mutter oder meine Schwester oder keine Ahnung, irgendjemand, der mich ein bisschen besser kennt, die würden wahrscheinlich sagen, mein Vater auch, dass ich ein absoluter Kindskopf bin, ne? Und kein Stück Verantwortung trage in meinem Leben. Womit sie natürlich absolut recht haben. Also, so kann man das halt auch sehen, ne? Und das macht natürlich auch jünger. Man sieht das jemandem an. Ich glaube, wenn du jemanden hast, der irgendwie, keine Ahnung, schon Eltern, ne? Also, irgendwie ein Kind bekommen hat und irgendwie, weiß ich nicht, mit beiden Beinen fest im Leben steht, mit, keine Ahnung, mit Beruf und Hobby und Fußballverein und ne, dann noch die Kinder und super viel Stress und super viel Verantwortung. Das sieht man jemandem, glaube ich, relativ schnell an. Und dann komme ich daher, ne, ich stehe quasi auf, wann ich Bock habe, so nach dem Motto, ich muss natürlich auch arbeiten, aber ich lebe halt so ein bisschen in den Tag hinein und ich finde, das sieht man jemandem komplett an. Also, wenn ich da, wenn ich mich schaue, umschaue bei mir im Jahrgang, da sind halt schon viele, viele Leute, die inzwischen Kinder bekommen haben, ne, die ein Haus haben und weiß ich was alles. Und wenn ich da mit denen zusammen bin oder mich mit denen unterhalte, die haben ganz andere Prioritäten im Leben. Ne, die haben auch ganz andere Probleme als ich. Und insofern, das kann natürlich sein, dass ich deswegen halt auch für jünger gehalten werde. Zu Recht, ne? So.
du recht. Ich glaube, das hier mache ich dann gleich mal, wenn die ganzen Gäste abreisen. Wir sollten noch mal schauen, wann die abreisen. Das wäre durchaus auch mal interessant. Lass mich mal kurz ein bisschen Krempel hier zuweisen. Der Ronus, der kriegt jetzt natürlich auch Paste. Ansonsten ist der Ronus ein ziemlich guter Kämpfer, habe ich gesehen. Du bekommst auf jeden Fall eine bessere Waffe. Ich werde dir wahrscheinlich sogar das Impulsgewehr geben. Du bist sogar Arzt, Mensch. Das ist ja klasse. So, ich habe gehört, du kannst bauen, das finde ich gut. Und ansonsten kannst du ein bisschen handwerklichen Krempel machen oder aber dann putzen gehen. Saronos, haben wir noch eine Waffe für dich oder muss ich jetzt erst eine MP anfertigen? Ich fürchte, ich muss erst eine anfertigen. Jo, muss ich. Das ist schlecht. So, dann machen wir nochmal wahrscheinlich zwei MPs. Und dann geht's los. Wir hatten gestern auch bei Edo das Thema. Da sind auch fast alle in der Community weit über 30. Das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich an den Spielen, die wir spielen. Ne? Also, ich glaube, nichts für ungut. Ich glaube, wir können nicht von uns auf andere Twitch-Communities schließen. Ich denke, der Durchschnitt... Also, natürlich, das kannst du nicht mehr verallgemeinern. Auch die Leute, die zum Beispiel bei Kong zuschauen, die werden vermutlich auch eher älter sein. Und da sind natürlich auch dann sehr viel mehr Jüngere dabei. Also, als bei mir jetzt oder bei Edo zum Beispiel. Aber, nee, ihr wisst, was ich meine. Bei Erik oder beziehungsweise bei Kong sind natürlich die Communities auch schon... Teilweise sind Leute auch schon sehr lange dabei, ne, schon seit über 10 Jahren. Und natürlich hast du dann auch einige Leute, die dann dementsprechend ein bisschen älter sind. Aber gerade wenn das jetzt hier bei jüngeren Streamern der Fall ist, die auch dann Spiele spielen, die vielleicht jetzt eher für ein jüngeres Publikum geeignet sind, nichts für ungut, sowas, keine Ahnung, wie League oder irgendein Shooter oder keine Ahnung, wie heißt das mit den Autos und dem Fußball? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also auf jeden Fall sind da dann logischerweise auch sehr viele Jüngere dabei. Und ich glaube, diese Spiele würde ich auch mehr so in den Mainstream verorten von Twitch. Wir sind halt, wir haben halt hier ein Indie-Spiel und wir haben halt hier einen Indie-Stream. Ich denke nicht, dass ich irgendwie im Mainstream angelangt bin und auch irgendwann im Mainstream angelangen werde. Deswegen, der Edo vielleicht schon eher. Ne? Beim Edo wird es interessant, weil der hat inzwischen so viele Zuschauer und so viele Kontakte zu anderen Bubbles. Den könnte man wahrscheinlich irgendwie in einem halben Jahr oder Jahr nochmal fragen, ob das dann immer noch so ist, dass die meisten Leute halt eben älter sind. Das wäre mal interessant rauszufinden. Aber ich glaube, wir hier mit diesem Stream, ne, wir sind halt eher schon so ein bisschen so eine Randbubble, würde ich sagen. Das klingt sehr negativ, ne? Ich meine es aber sehr positiv. Ich bin tatsächlich sehr froh darum, dass wir alle schon ein bisschen älter sind und erwachsener. Grüß dich, Liebkraft. Freut mich, dass du reinschaust. Meiner Folgenliste sind 99% der Streamer easy älter als 30. Aber gut, man sucht sich seine Streamer. Ja, richtig, ne? Hieranem. Wenn du halt auch schon ein bisschen älter bist, ich suche mir die natürlich auch so aus. Meine Streamer, die ich schaue, sind auch schon allesamt ein bisschen älter. Ja. Ich bin jetzt fast 30 und mir ist jeder Kindskopf lieber als erwachsener Spießer. Mir auch. So, bei Kern ist das doch so, dass die bis 8 älter werden, dann wachsen sie nur noch. Du meinst nur noch körperlich, ja, in die Länge und dann in die Breite. Das stimmt. So. Mit diesem Spruch, mit beiden Beinen im Leben stehen, den mag ich ja. Ich auch, Liebkraft. Ich auch. Den kriegst du natürlich hauptsächlich von älteren Leuten zu hören, die dann der Meinung sind, dass das Leben, was du führst, komplett falsch ist. Wobei das Leben halt in der heutigen Zeit einfach ein bisschen anders ist, ne? Also, klar, wenn ich mich jetzt mit irgendeiner Oma unterhalte, die war halt vielleicht auch schon mit... Oder bei meinen eigenen Eltern, ich muss ja nicht mal so weit gehen. Meine eigenen Eltern, die haben mich halt bekommen, als sie Mitte 20 waren. Und selbst das ist damals schon... Das war jetzt nicht, ne? Keine Ahnung, das war okay. Also, es ist auch heute noch normal, sag ich mal, in unseren Breitengraden. Aber du musst halt nur zum Beispiel mal in die USA schauen. Da ist es jetzt nicht komplett absurd, dass du mit... 16, 17, 18 schon schwanger wirst und heiratest und deine Familie gründest, das, da kriegst du halt schon dann, also du bist halt keine gesellschaftliche Norm, die du, der du da ansprichst. Und natürlich kannst du dir dann ab und zu mal anhören, ja, wie ist es denn mal, ne? Wo ist denn die Freundin? Wo ist denn der Nachwuchs? Das höre ich gerade auf Familienfeiern, höre ich das so oft. Aber da muss man dann halt einfach durch. Die Lebensplanung ist halt heutzutage eine andere. Es gibt halt auch viele alternative Lebensstile. Und ich denke mir dann halt ab und zu immer nur, ich muss jetzt vielleicht nicht unbedingt dann auch Kinder bekommen, weil die Welt ist vielleicht sowieso schon voll genug. Und vielleicht, weiß ich nicht, will das ja jemand anderes von euch übernehmen. Das ist jetzt natürlich nicht sozial, nicht so ganz sozial, was die Rente angeht, ne, so zu denken. Aber vielleicht wenigstens umweltbewusst. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Man kann sich alles froh reden, wenn man möchte.